Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Also, wir haben ja den Kopf der Schlange jetzt quasi nicht nur herausgefunden, wir haben ihn auch schon aus dem Weg geräumt. Sagen wir aus dem Weg geräumt. Allerdings konnten wir den Moment gar nicht richtig auskosten, fand ich jetzt, weil dann dieser Mindblowing-Effekt kam. Und zwar, Roshan weiß ja, was mit uns los ist und hat uns angedroht, sie wird uns eigenhändig töten, wenn wir der Sache auf den Grund gehen. So, das heißt, wir folgen natürlich unserem gesunden Menschenverstand, uns wurde Mord angedroht, heikle Gelegenheit, ist eine Profikillerin. Wir gucken erstmal, was ist eigentlich mit uns los. Dafür müssen wir Nihal besuchen, aber ich würde gerne vorweg, würde ich einmal schon mal die Scherben einlösen, die wir schon mal haben. Das ist ja hier vorne. Die kann man. Und wir müssen mal gucken, haben wir Synchronisationspunkte in der Nähe? Der hier ist desynchronisiert. Der hier. Die müssen wir nämlich bei Gelegenheit auch wieder synchronisieren, denn es sind ja Fehler passiert, ne? Trotz, dass wir alles perfekt kalkuliert haben, ist da aufgrund von bautechnischen Mängeln Trümmer auf zwei Zivilisten gefallen, leider. Und das hat uns einen Synchronisationspunkt geklaut. Genommen. Dabei konnten wir da überhaupt nichts für. Die waren zur falschen Zeit am falschen Ort und die hatten da auch gar nichts zu suchen. Ich konnte es einfach wegnehmen. Say what? Okay. So, das war so eine Situation wie hier, ne? Hier stand so ein Gerüst, da ist ein Seil und man fragt sich, was passiert wohl, wenn ich an diesen Seil ziehe? Und zufällig, so wie hier gerade, waren hier zwei Zivilisten. Und trotz unserer mathematischen Berechnung, wo das Gerüst hinfallen könnte, hat es die denn doch erwischt, als wir das hier gemacht haben. Alle kriegen gleich Panik. Irgend so ein Verrückter zieht da einfach das Gerüst runter. Ah, das ist so eine Schnur, das ist wie ein Knopf, ne? Wenn irgendwo ein Knopf ist und ich weiß nicht, wofür der ist, das erinnert mich so ein bisschen an Dennis, den Film. Der ein oder andere wird den ja höchstwahrscheinlich kennen. Ein genialer Film. Aber ich muss auch wie Dennis immer diesen Knopf drücken. Ich bin einfach zu neugierig. Und aus diesem Grund werden wir unser Leben riskieren und herausfinden, warum Roshan uns umbringen will, wenn wir herausfinden, was mit uns los ist. Ich dachte gerade, sie betet hier zum Munar. Aber sie putzt nur den Boden. So. Oh, die arme Frau. Ah, die scheint genug Geld zu haben. Die hat ja so viel Make-up. Was hat hier Hauptverkehrszeit oder was? Rush Hour? Rush Hour in Bagdad. So. Ich weiß gar nicht, warum wir die ganze Zeit laufen. Wir müssen ja eh die Schnellreise machen. So, denn einmal wollen wir da hin. Das ist ja rein theoretisch sogar ist auf dem Weg zu Nihal, ne? Wenn man streng nimmt. Aber jetzt möchte ich von Kaligasu? In der nördlichen Oase möchte ich mir gerne die Rüstung holen. So, haben wir hier schon wieder Gegner? Höchstwahrscheinlich, ne? Gelesen haben wir ja hier schon alles. Oh, da sind diese komischen Rehe, da müssen wir aufpassen. Upp. Ins Wasser wie ein Delfin. Okay, wir müssen, wo müssen wir denn runter? Es war gar nicht so weit mittig, ne? So, hier. Oh, fast perfekt gewesen. Oh, wir schwimmen einen Zacken schneller. Ah, herrlich, diese Unterwasserwelt. Für uns als Stammesangehörige der Navi natürlich herrlich.
So, der lag hier auch so schon rum. So, einmal durch die Ritze. Wir mussten hier auch oben lang, ne? Ernsthaft, Basim? Voll gut, dass das alles so wegbrennt, ne? Die Spinnweben. Ist ein netter Funfact. Okay. So, wir sind da. Okay, was wollen wir haben? Wir haben ja die Wahl zwischen den Dolch. Ich glaube, eine Sache werden wir nicht kaufen können. Wir haben die Verkleidung. Also, das Outfit und das Schwert. Oh, das ist schwer, ne? Und ich weiß auch nicht, welche Scherbe uns noch fehlt. Also, ich würde auf jeden Fall hier 5 reinlegen. Ausgezeichnet. Die Scherben bewirken etwas. Womöglich brauche ich mehr. Milads Montur. So, die will ich mir anschauen. Inventar. Montur. Mit der Maske ein bisschen... bisschen too much science fiction, ne? Also das hier könnte ich noch nachvollziehen. Aber so? Verkleidung müssen wir wegnehmen. Ablegen. Okay, also die Maske finde ich too much zukunftsmäßig, aber ansonsten sieht es eigentlich ganz geil aus, ne? Doch, ich finde, das hat was. Ich will den Gürtel einmal sehen. Da. Ja, doch. Ist halt wirklich nur diese Maske, ne? Und wir sehen dadurch ja gar nichts. Okay, dann haben wir noch den Dolch und das Schwert. Ich nehme auf jeden Fall das Schwert mit. Und dann wird uns eine Scherbe, glaube ich, fehlt uns für den Dolch. Shamshir Ezumoro Negar. Negar. Ich kann das nicht aussprechen. Ich hoffe, das wird jetzt keinen Ärger geben. Nicht, weil ich es nicht aussprechen kann, sondern wegen dem Schluss des Wortes. Somorodne. Wir lassen es einfach. Ist auf jeden Fall ein E-Schwert. Sieht man an dem E-Siegel. Ne? Hat ja hier, ich kann es leider nicht anklicken, nach dem Shamshir ist ja dieses E-Siegel mit bei. Mensch, ich habe noch gar nicht gelesen. Was haben wir denn überhaupt mit der Inventur? So, und zwar erfolgreiche Luftattentate lösen einen Blitzschlag aus, der Umstehende in einen Radius von 15 Meter verwirrt. Nice. Welches war es? Das hier, ne? Ne, da. Hier. Die Izu opferten viel, um ihre Feinde zu vernichten. Blutpreis. Die maximale Gesundheit wird um 50% gesenkt, aber der Schaden um 50% erhöht. Ich weiß nicht, ob ich mir das mit meinem Skill erlauben kann, dass meine Gesundheit fällt, dafür, dass ich mehr Schaden mache. Never. Ich habe schon alle gehabt. Wie lange hatte ich denn schon die letzte Scherbe? Ja, denn rüsten wir gleich komplett aus, ne? So, ja, hier, ja, Dolch. Jetzt haben wir den Samsama. Uralte Magie stiehlt Lebenskraft zugunsten des Trägers. Jeder 5. Treffer heilt 10% von Basims Gesundheit. Okay.
Okay, das finde ich geil. Und einen neuen Talisman. Und zwar den Meister-Talisman, denn wir sind jetzt Meister. Aber uns fehlen noch ein paar, ne? Uns fehlt generell noch viel an Verkleidung und müsste ich dafür nochmal neu durchspielen und quasi andere Wege für die Attentate wählen? Mit, so wie mit der Händlerverkleidung, dass wir gezwungen sind, wenn wir alle haben wollen, müssen wir halt jedes Mal Leute finden, die uns damit reinschleppen, mit denen wir uns verkleiden. Habt ihr das gehört? Ich habe jetzt so eine... Ich habe so eine Roboterstimme. Okay, wir sind also jetzt ein Cyborg. Ja. Der irakische Terminator. So. Jetzt können wir weiter zu Nihal. Mal gucken, ob der unsere neue Verkleidung auffällt. Die absolute Blechdose unter der Maske. So, wollen wir nach Nihal eine Schnellreise machen? Wir werden ja unterwegs sowieso nicht viel sehen hier. Außer Wüste. Würde ich sagen, wir reisen da einmal mit der Schnellreisefunktion hin. Und dann müssen wir unsere Vergangenheit aufdecken. Oder unser Sein. Unsere Gegenwart. Hat sich unter meinen Füßen bewegt. Ich muss auf festeren Grund. Ich brauche Nihal. Okay, das von der Stimme her, wenn er jetzt was erzählt, finde ich das tatsächlich ein bisschen störend. Ich hoffe, euch stört das nicht. Denn ich würde die Montur gerne anlassen. Aha, 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 aha. Wir haben ja auch mit Sicherheit noch nicht alle Kisten. Wir haben auch noch nicht alles aufgewertet. Trautes Heim. Wie es mich an meine wunderschöne Kindheit erinnert, als ich mit meinen ganzen Rattenfreunden hier durch die Gegend gezogen bin. Oh. Herrliche Zeit. Ja, man darf ja nicht vergessen, Ratten sind Freunde, kein Futter. Ich weiß. Er war damit beschäftigt, seine Hose zu waschen. Was? Eins habe ich noch. Die können doch gar nicht wissen, dass ich das war. Die haben es gar nicht gesehen. Okay. Ich bin im Chat. Ich bin im Chat. Oh nein. Was habe ich getan? Hä, wie bin ich denn jetzt rausgetappt? So. Jetzt aber. Das war ja wohl der schlechteste Moment überhaupt, um jetzt in den Chat reinzutappen. Oh, die nehmen wir mit. Okay. Nein, nein, nein. Wieso haben wir die Fackel fallen lassen? Wir haben ja unendlich, ne? Ich würde gerne... So. Hä? Wer? Nee. So. Okay, das Dach fängt kein Feuer. Gut, das wollte ich nur mal wissen.
glaube, ich habe das schon mal probiert, aber ich war mir nicht mehr sicher. Was will der Herr von mir? Okay, wollen wir vorher noch mal einen Händler besuchen? Guck mal, wir haben hier vorne gleich einen Händler. Wir holen uns noch mal die Heilelixiere. So. Vorsicht. Hast du mein Schutzgeld? Hm? Du hast mit deinem gammeligen, stinkenden Fisch doch sicher schon viel Umsatz gemacht. Das wird fürs Erste reichen, aber ich komme wieder. Wie kommt es, dass ich bei manchen jetzt nicht mehr den Skill-Check machen muss? Habe ich das gelevelt? Oh. Oh, die Bären nehmen wir mit. Nom, 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 nom. Damit kommst du nicht davon. Was? Wer? Wohin verschwinde ich? Zum Händler. Versteck dich beim Händler. Hier. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt, Said. Das findet doch keiner skurril, ne? Mit der Stimme. Schauen wir mal, was du hast. Sieh dich nur um. Man weiß nie, wann man sie brauchen kann. Okay, die nehmen wir alle mit. Verkauft. Damit kann man seine Ausrüstung verstärken. So. War das alles? Ja, das war alles. Was können wir denn sehen? Geh doch mal weg. Ich gehe dann mal. Bis demnächst. Guck mal, bei dem Licht sieht man das viel besser, ne? Guck doch mal her mit deiner Maske. Aha. Irgendwie schon geil. Reisende, kommt ihr gerade vom Bazar? Vollgepackt mit Waren? Sorgt ihr euch, wie ihr sie nach Hause schaffen könnt? Dann wendet euch an Arten, den Kamelhändler. Ja, in Brandstiftung sind wir auch nicht gerade die Besten, ne? So. Oh Gott, Nihal, in welcher hintersten Ecke hier vom Dorf lebst du denn? Das ist ja jenseits von Gut und Böse. Ich hoffe, meine Schaltkreise sind nicht nass geworden. Oh. Was passiert? Was passiert, wenn ich hier so ein Strohdach... Ach, verdammt. Wir haben hier ein bisschen Stroh, aber das ist nicht dasselbe, ne? Ich würde eigentlich gerne mal... So, warte mal. Okay, vielleicht wollen wir hier zur Wand hin. Aber die Zwischendecke brennt nicht, ne? Das ist nur der äußere Teil. Okay. Dann wissen wir ja Bescheid. So, lassen wir uns nicht weiter aufhalten. Wir gehen weiter zu Nihal. Nihal, Nihal. So, was ist jetzt los mit unserer Vergangenheit? Was sind wir? Basim, geht es dir gut? Ich bin ein bisschen confused. Ich weiß es nicht. Du hattest recht, Nihal. Meine Feindin, Kabiha, sie hatte die Antworten. Was hast du erfahren? Dass es mehr darüber zu lernen gibt, wer ich bin.
Ich hätte ihn vorher ausziehen sollen. Umziehen. Ließ. Diese Wahrheit liegt in Alamut. Also reiten wir nach Alamut. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, wir können auch Schnellreise machen. Ich glaube, ich habe da einen Synchronisationspunkt. Ich werde gehen, Nihal. Nur ich. Du brauchst mich. Du musst sicher sein. Hä? Ich bin bei dir sicher und du bei mir. Es kann sein, dass ich dort nur Gefahr und Tod finde. Das ist mein Schicksal. Ich werde mich von ihm nicht abwenden, aber du sollst dich ihm nicht stellen. Wohin du gehst, dorthin gehe auch ich. Wo du ruhst, ruhe auch ich. Ich begleite dich, jeden Schritt des Weges. Du bist niemals allein. Und jetzt pack. Wir verlassen Alamut erst, wenn du deine Antworten gefunden hast. Ja. Lauf zu! Also kurz gesagt, wenn wir von vornherein, oder wenn Basim von vornherein vorhatte, alleine zu reisen, warum ist er überhaupt, warum mussten wir zu Nihal hin? Ja, für die Szene natürlich, die Szene war jetzt gut, aber er schließt sich mir nicht so ganz. Oder wollten wir nur den Harten markieren? Ah, nein, das ist viel zu gefährlich. Das ist eine richtige Männersache. Oh, hoffentlich kommt sie mit und merkt nicht, dass ich blöffe. Puh. Chips Cola verhext. Ha, Basim darf nichts mehr sagen. Verdammt, ich habe seinen Namen gesagt. Willkommen, dass du erwartet hast, was? Zumindest hattest du das Glück, woanders gewesen zu sein, als die Taherian uns angriffen. Was ist geschehen? Es war doch nicht Roshan. Ich fürchte, Alamut ist gefallen. Meine Aufgabe war es, Hilfe zu suchen. Ich ging in die Wüste, um andere Wächter zu finden. Dann fand ich dich. War da noch jemand bei mir? Nein, nur du. Dann lebt Nihal noch. Und Roshan? Mhm. Ich hatte gehofft, sie wäre bei dir. Komm, Bruder. Wir müssen los. Überlebende suchen und Alamut von diesem Geschwür befreien. Ich fürchte, ich kann nicht. Au. Wie schlimm ist es? Ist nur ein Kratzer. Ich werde jeden einzelnen von ihnen bezahlen lassen. Rache ist nicht unser Weg, Bruder. Unser Weg? Du sitzt hier und verblutest und hältst immer noch an diesem törichten Dogma fest. Und wofür? Unser Credo konnte Alamut nicht beschützen. Und ich ebenso wenig. Oder ich. Aber unsere Glaubenssätze sind der Grund, warum du noch atmest. Und warum du jene von uns retten musst, die vielleicht noch leben. Da stimmen wir überein. Du hast mein Wort. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Auf welche Art retten? Nichts mehr zu sagen, Bruder. Geh, rette so viele du kannst.
Aber auf welche Art retten wir jetzt so viele, wie wir können? Retten wir sie vor dem Credo? Ruhig, ruhig, Mädchen. Alles ist gut. Alles ist gut. Ich bin da nicht ganz sicher, wie Basi mir zu tickt. Dein Herr hat dich in meine Obhut gegeben. Okay, Straße folgen funktioniert nicht. Unser Tempel. Was auch darunter ist, ich muss es selbst sehen. Der Preis ist egal. All das Blut, so viel Tod. Ist es das, was Kabiha mit Weg bereiten meinte? Nihal, bitte sei in Sicherheit, wo du auch sein magst. Ja, hier sind... Aber was man hier... Okay, hier ist jetzt mal einer von unseren Leuten. Aber die meisten sind tatsächlich die Gegner, ne? Also in Anführungszeichen Gegner. Bei Allah. Hier komme ich nicht durch. Vielleicht darüber. Definiere darüber. So. Aber hier müssen wir unseren Gaul verlassen. Irgendwie hat das Pferd eine Marmel. Wie auf so einer Rave-Party. Ja, wieso komme ich hier nicht hoch? Doch hier lang? Nee, hier auch nicht. Auf direktem Wege darüber? Oh, warte mal, wir gehen mal hier gleich hin. Aha, wir haben gar nicht vor, über das Seil zu gehen. Ja, natürlich, weil der Weg jetzt auch viel einfacher war. Und das war die Geburtsstätte des Burning Man in der Wüste. Ah nee, Burning Man ist ja Amerika. Einige meines Clans leben noch. Darunter auch Mentor Raihan. Weise mir den Weg. Warte mal, ich möchte einmal kurz gucken, wie viele Gegner haben wir und wo. Also da hinten müssen wir ja die Rettungsaktion starten. Alles, was hier läuft, sind jetzt Bösewichte. Es läuft ja jetzt nicht so viel, ne? Aber er hat einen Flammenwerfer, da müssen wir aufpassen. Wir haben die beiden hier stehen. Hier geht noch einer spazieren. Hier. Und hier sind die Gegner, ne? Oder komme ich nicht tief genug runter, um da reinzugucken? Okay, haben wir hier noch ein paar Überlebende irgendwo? Okay. Mal schauen. Wir haben... Wo ist der Flammenwerfer-Dude? Hier. Den müssen wir halt genau treffen, ne? Okay. Er kommt hoch. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich hatte eigentlich noch was anderes vor. Ich wollte diesen Zeitlupensprung machen. Aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Du weißt schon, dass du weglaufen kannst? Geh, du bist frei.
Kämpfst du mit mir? Seite an Seite? Jetzt hau doch ab. Ich muss nur mal dahin, wo ich hergekommen bin. So. Leichter gesagt als getan. Da aufs Dach. Komm schon. Aha. Okay, jetzt gehen wir hier nochmal. Oh. Gehen wir hier nochmal? Auch nicht. Hier gehe ich auch nicht hoch. Gut, in dem Fall würde ich sagen, wir werden morgen auf jeden Fall auf der Jagd nach der Wahrheit sein. Ja, wir retten Raihan und finden die Wahrheit über unser Dasein heraus. Schaltet morgen sehr gerne wieder ein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Lasst gerne ein Like da. Ein Abo, wenn ihr es nicht gemacht habt. Bis dahin, mach's gut. Ciao.